Hey Leute und willkommen zu Let's Play Orcs Must Die 2 together mit Hallo meine Ninjas. Ja, FMGLP. Der hatte schon mal Castle Crashers angefangen, hatte aber keine Lust mehr. Ja. So, und der erste Part war bei ihm auf dem Kanal. Das Link. Kennen wir doch schon. Ja, ich erklär's trotzdem. Link steht in der Beschreibung. Nein. Doch, bei mir schon. Wir verlinken uns nicht. Doch, ich schon. Du kommst auf so eine absurde Idee. Ich bin so sozial. Kid. Ja, das kennst du nicht. Nicht mal. Ich muss die Sprachlautstärke nochmal hochdrehen. Ja, also, die Sprachlautstärke habe ich auch hochgedreht. Ja, Musik leiser. So, jetzt versteht man sie zumindest. Heilungsschmuck brauche ich nicht. So, wir sind jetzt im Titan-Level. Im Zauberbuch. Nehmen wir mal erstmal alles raus. So, ich nehme jetzt die Armbrust. So. Ich habe jetzt die Münzpresse auch noch mit. Okay. Kennst du den? Nö. Da ist so ein Riesenfeld. So ungefähr. Und wenn die Gegner da drauf sterben, dann bringt das extra Coins. Ach du Scheiß. Das ist überhaupt nicht groß oder so. Nein, überhaupt nicht. Guck, was ich hier hab. Guck. Wenn ich das jetzt ausgerüstet habe, dann werden die Gegner, die mich angreifen, verängstigt. Und wenn ich das jetzt aktiviere, dann werden die nochmal verängstigt. Ja, da werde ich sogar verängstigt. Schau, was ich kann. Kann heilen. Komm, was ich kann, ich kann die Gegner in Brand setzen. Aber ich wäre dafür, dass wir jetzt erst einmal. Ja, ich nehme die Lage rechts. Und wo kommen die Gegner? Also am Anfang kommen die jetzt von deiner Seite? Ja, genau. Die wollen alle zu mir. Ich bin dafür, dass wir schon mal bei beiden Seiten verteidigen. Ja, ich baue erstmal hier auf. Okay. Wenn wir so sozial wären, könntest du noch ein bisschen warten, weil ich. Dieses Ängstigungsding muss ich wieder aufladen. Na. Platziere ich das so? Okay. Sekunde, ich muss noch warten. Lalala. Ja, meine Heilung muss auch noch aufladen. Obwohl ich die eh nie brauchen werde. So, und jetzt jetzt kann ich endlich wieder vernünftige Schüsse abgeben. Ja, das bringt gleich wieder. Hier ein paar Headshots verpassen. Wir haben auch irgendwie Langeweile. Ja, okay. Schon. Ich wäre bereit mit meinem Ding. Das hat sich jetzt aufgefüllt und ich sage. Ich bin bereit für die Horde. Ja, hier muss ich verteidigen, ganz vergessen. Na, das schaffe ich noch allein. Wo ist ihm der? Kopfschuss! Alter, das sind schon kleine. Ach schon? Kopfschuss! Kopfschuss! Die werden alle niedergefahren. Ja, das ist schon ein bisschen OP. Damit es gleich klar ist, wenn hier irgendwo ein Schädel rumliegt, der gehört mir. Nein, meiner. Ah, und jetzt kann man die Gegner wieder betäuben. Geht schon viel besser als vorhin mit der Schrotflinte. Oder mit der komischen. Wie heißt das Ding nochmal? Nicht Schrotflinte. Nein, mit dem anderen Ding da. Der Zwergenbazooka. Du musst bei mir verteidigen, hallo. Ja, bin schon unterwegs. Ganz komm gut. Mal her, du. So. Ey, da will ein kleiner durchbrechen. Ja, ist schon weg. Aber diese YouTube-Partner müssen immer das nachspielen, was man selber gerade spielt. Dann behaupten, ich habe das zuerst gespielt. Weißt du? Ja, immer die gleichen. Immer das gleiche mit denen. Guck mal, der hatte gerade Angst, dass er mich angegriffen hat. Ja, ist doch berechtigt. Wohl bei mir wär's berechtigter. Du bist ja nur eine Frau. Wow. Was soll denn das heißen? Ja, wer ist hier das Mädchen von uns beiden? Ja, heute Abend gibt's keinen Sex, okay? Oh, geh in meine Ecke. Danke. wo kommen die denn jetzt? Das würde ich gerne wissen. Ja, von beiden Seiten. Echt? Zumindest gleich mal ab beiden. Boah. Ich würde mal behaupten, gleich kommen sie von beiden Seiten. Sag ich ja. Oder sie sind jetzt die ganze Zeit bei deinen Seiten. Guck mal hier, Kopfschuss. Wenn ich mal treffen würde. Ja. Oh, jetzt ein Kopfschuss. Irgendwie ist das im ersten Teil leichter gewesen mit dem Kopfschuss. Irgendwie schon, oder? Also im ersten Teil habe ich fast nur Kopfschüsse verteilt. Ich auch. Aber hier gibt's ja die. Die Lore. Alter. Was?
Den Minenwagen gibt's ja noch, der behebt das wieder. Alter! Wow! Da wurde ich in Skype angeschrieben. Ich wurde in Skype angeschrieben! Du bist nicht auf beschäftigt! Du bist nicht auf beschäftigt! Ich war doch eben auf beschäftigt! Da hast du Pech gehabt. Sekunde mal ganz kurz. Ich nehme ja zum Glück gerade nicht auf. Oh ja. Das bin nämlich ich, der hier rumspringt. Manchmal ist das extrem praktisch. Es bestehen momentan Probleme mit dem Netzwerk. Bitte warten. Ja, ich bin das Problem des Netzwerks, weißt du? Ja, eindeutig. Achso, ich könnte bereit drücken. Guter Plan. Ja, bereit. Also wie wäre der Plan? Immer zwei Horden und dann Aufnahmewechsel? Ja, einfach so, dass 15 Minuten circa voll werden. Ja, aber so lange dauert das dann auch nicht. Wir können ja auch 20 Minuten machen, geht ja auch okay. Ja, so 15 bis 20 Minuten halt. Entweder ein bis zwei oder zwei Horden. Ich finde persönlich 11 Minuten ein bisschen lächerlich. Ja, nicht 11 Minuten. 15 bis 20. Ich weiß, aber dennoch, wenn wir nur 11 Minuten machen, dann wäre ich dafür, dass wir danach dann noch eins machen, auch wenn das etwas länger dauert. Verstehst du, was ich meine? Ja, es kommt ja ungefähr darauf aus. Oh, habt ihr Angst? Ja, lauf zurück. So, immer zuerst die Kleinen erledigen, die sind süß. Ja, ich hab hier auch... Wow! Ja, ich hab hier so ein paar Problemchen. Ich seh's. Kopfschuss. Alter! Ich vermisse das Kopfschussgeräusch. Glaubst du, es kommen noch die Fliegen aus dem ersten Teil? Was, die? Die Fliegenden. Klar, kommt alles. Sogar noch mehr. Alles und mehr. Das alles und noch mehr seht ihr im nächsten Teil. Von... Euer Alex, okay. Euer Alex. Okay, komplett geklaut. Von... Sagen wir nicht. Ja, ansonsten sagt er, das ist falsch und ne. Weiß gar nicht, wo die das her haben. Ich auch nicht. Wieso sollte ich das auch? Keine Ahnung. Habt Angst! Nein, sterbet! Oh. Oh, mein Heilungsring ist komplett sinnlos. Wir verlieren nie Leben in dem Spiel. Ja, wieso hast du das ausgerüstet? Hättest du mal besser eine bessere Falle nehmen sollen oder sowas? Ich hatte nur noch eine Verlangsamungsfalle und die brauche ich nicht. Ich brauche hier mal ein bisschen Hilfe. Ja, bin gleich fertig. Wenn ich den Kerl treffe, danke. Wow! Nein, nicht durch! Er ist durchgekommen. Einer ist durchgekommen. Nein! Ah, du bist so unfähig. Wieso bin ich unfähig? Ja, bei mir, ist er bei dir? Oder bei mir durchgekommen? Das ist jetzt eine schlechte Runde. Ach egal, sind nur drei durchgekommen, so schlimm ist das nicht. So. Solange es nicht noch mehr werden. Ach, ist schon fertig. Also meine Frau macht immer Breakdance, nachdem ich gewinne. Ja, meiner tanzt voll ab. Zauberbuch. Ah, dafür waren wir in Zeitlimit. Ah, echt? Ja, deswegen haben wir wieder vier Schädel bekommen. Okay, wie lange hast du jetzt aufgenommen? 10 Minuten. Ja, dann schaffen wir noch eins. Klar. Ausrüstung. Waffen. Ah, Waffen. Waffen sind immer gut. Was gibt's denn da so Schickes? Der Flammenring. Ah, den gibt's noch nicht. Schade. Was ist denn Flammenring? Ja, den aus dem ersten Teil. Ich nehme jetzt erstmal die Schwefelfalle. Sprungfalle. Oh, die kenne ich noch. Man kann es ja für 50 Schädel ein Outfit kaufen. Oh. Das ist doch unglaublich. Echt mal. Hey, cool. Ein Kürbiskopf. Kaufe ich mir gleich. Ja, viel cooler, ich hab schon was freigeschalten. Was nehme ich denn? Es gibt nichts Schickes hier. Ich könnte das Kavumfass nehmen. Ich bin bereit. Zum Abkassieren, ich auch. Wovon? Ich bin ja immer noch der Host hier. Und ich rieche Mittagessen. Scheiße. Mittagessen, um die Uhrzeit. Ja klar! Schau mal, wie ich aussehe. Geh weg. Siehst du mich? Ja. Haha, ich habe einen Kürbis am Kopf. So, Sie kommen von... Ich suche gerade den Knopf da. B. Der liegt auf der Tastatur. Da
Das sieht ja mal geil aus. So. Nimm einfach mal die noch und die noch. Nein, die müssen immer da sein. Okay. Ist denn das eine Donnerwand? Obwohl, hier lohnt sich das gar nicht, wenn ich mir das gerade mal so angucke. Hier gibt es ja kaum Geistes hier Decke. Ne, das lohnt sich nicht. Hier gibt es kaum Decke. Ne, also keine Decke, wo das hinpasst, verstehst du? So. Also die Münzpresse kann ich irgendwo nirgendwo klug platzieren. Wie ist denn die Route von denen? Das würde ich gerne mal wissen. Ha! Sind die dumm? Die könnten auch einfach hier hochgehen. Ha! Wer kann hier hochgehen? Wenn die hier hochgehen würden, dann wäre das viel schlauer. Sind das dumme Orks. Hast du hier ein paar Sprungfallen auf? Ja. Okay, warte, dann baue ich da vorne noch was auf. Ich habe aber nur Geld für zwei gehabt. Also einer muss dann gleich oben verteidigen und der andere unten. Dann mache ich gleich mal oben. In der ersten Welle kommen sie eh nur unten. Ja, aber dennoch, ich mache gleich mal. Ich mache schon mal zwei kleine Fallen. Schon mal, so, okay? Daher. Ich bin bereit. Ich auch. Willkommen in meiner Höhle. Komm in der Höhle des Löwen. Oh, Ambosshüten. Aha, euch habe ich ja gar nicht vermisst. Aha, und sie vertreten sich, verbrennen sich die Drähte. Kopfschuss. Wow. Was ist das denn? Ach, den kennen wir doch noch irgendwo, ja. Kann sein, dass ich die aus dem ersten Teil kenne. Wow. Alter. Kopfschuss. Meins. Ah, ja. Extra Geld. Gefällt mir gut. Nehme ich gerne an. Haltet sie zurück! Was machst du denn, Bruder? Kämpfe gegen den. Das ist ein epischer Fight. Ja. Ich gegen den einen Ork. Oh, scheiße, ich wäre beinahe runtergefallen. Ja, ist vielleicht ungesund. Das wird Spuren hinterlassen. Hat denn nicht wirklich viel Geld gekriegt? Das nicht verkaufen. Ich muss das gleich verkaufen, shit. Mein Gott, ich habe Schaden bekommen. Die haben Angst bekommen. Wo ist das an? Ja, von meinen Kürbisschäden. Genau. Von nichts anderem. Von nicht vor diesem Zauber, der die Gegner verängstigt. Nein, nö, genau. Das wäre langweilig. Ist so. Viel zu Mainstream. Guck mal, ich habe die noch da hinten geschubst. Diese Schubsfallen liebe ich. Die habe ich auch im ersten Teil gemocht. Meinst du? Sie sind oben. Ach, wirklich? Gut, dass der das sagt. Sonst hätte ich es nie mitgekriegt. Es wäre erstens tragisch ausgegangen. Hey! Wo läuft denn der hin? So, jetzt kann ich das aber verkaufen. So. So. Wo kommen sie jetzt? Geh du am besten nach unten schon mal. Ja. Ja, wenn sie von oben kommen, dann wasche ich nach oben, okay? Ja, ja. Ansonsten gebe ich dir gleich mal noch. Ich bin hier mal unten und halte die Stellung. Ja, sie kommt von oben. Wow. Muss besser zielen. Ich auch. Auch wenn die Zielpräzision nicht die beste ist von dem Spiel. Präzision. Ja. Das hast du präzise gesagt. Präzise. Präzise. Titte. Wow, kleine. Kleine! Ich sterbe gleich. Das wäre ungesund. Für dich und für mich. So, unten kommt keiner mehr. Oben. Lass ihn nicht, durch. Nur nicht durchlassen. Hab ich nicht. Ja, ich sag's nur. Ich kenn dich doch. Glück. Glück im Unglück, sag ich dazu immer wieder. So. Die Säure fallen. Und das war's. Ein paar Feuer fallen. Ich glaube, ich mache noch Heal auf die Armbrust. Gibt's das? Oder war das Mana? Das Heal? Nein. Gibt nur Mana noch. Achso. Ich dachte, das wäre hier. Ja, willst du das selbst abschießen, oder wie? Klar. Wie beim Medic. Weil nach oben schießen und auffangen. Also komm, ich mach bereit. Ich bin bereit. Warte nur auf dich. Oh oh. Nicht ihr, bitte nicht ihr. Okay, jetzt. Gerade kommen sie nur von oben. Das
heißt, ich gebe dir mal Unterstützung. Das wäre nett. Was hast du denn von mir? So. Da, gleich kommen die, glaube ich, von unten, wenn ich mich nicht... Ja, ja, bin schon unterwegs. Bin schon auf dem Weg. Ah, jetzt kommen die Dicken nochmal von unten. Ach, und jetzt wechseln sie sich so ab, oder was? Ihr habt Angst. Ihr habt Angst. Geht weg! Seid gemein! Ich mag dieses Angst-haben-Ding. Ich muss ehrlich sagen, mein erster Eindruck von dem Spiel bis jetzt... Sie haben es gut umgesetzt, also sie haben den ersten Teil nochmal ein bisschen verbessert, wenn man damit will. Ja, es ist im Prinzip... Aha, mein Geld. Verdammt. Nur der erste Teil mit noch mehr Waffen, mehr Gegnern... Mehr Fallen. ...anderen Leveln, mehr Fallen... Mehr Spielspaß. Einfach, einfach der erste Teil mit mehr. Ja. Anders kann man es nicht sagen. Oh, jetzt kommen schon Oger. Echt? Och nein. Besten lähmen und dann Kopfschüsse verpassen. Ich frage mich echt, ob ich... Darf ich spoilern, was für Gegner bald kommen? Nein. Ah, schade, sonst hätte ich's. Nein, wirklich. Guck mal, wie er fliegt. Ich dachte schon, was fliegt denn da über die Minimap? Genau, verbrennt euch die Füße. Bitte schön. Hey, das war meiner. Ich hab dich nur unterstützt. Kümmer du dich um deinen Kram. Das sind irgendwelche Oger. Da fliegt was. Ja, der landet fast bei mir. Ganz toll. Das ist toll, das mit dem Fliegen. Da fliegt was. Ah, doch nicht. Schade. Treff den Orga nicht. So. Ich treffe ihn. Kopfschuss. Glaubst du, der Orga kann auch Angst haben? Ja, kann er. So ein großer Kerl hat Angst. Schäme dich. Aua. Jetzt habe ich Angst. Ich schaff den schon. Ich dachte schon, du schaffst das nicht. Wer denkst du, bin ich? Du? Genau. Oh ja. Oh ja. Nein, oh ja. Oh ja. So. Der verdammt viel Bogenschützen. Der Typ, der denkt, sein Mikro ist besser als meins, nur weil es eine 10er-Zahl höher ist als meins. Ja klar, es reicht ja wohl. Bei mir fliegen sie alle in das unendliche Nichts. Verbrennt sich die Füße. Wo kommen die denn von hinten? Das war ein Überraschungsangriff. Ja toll! Setzt du schon wieder die Gegner durch? Nein, hab ich. Ich hab nichts durchgelassen. Wir haben wieder nur noch 17. Ja, ich habe keinen durchgelassen. Ja, ich auch nicht. Das würde ich gleich mal in der Aufnahme sehen. Ja, das kannst du ruhig nachschauen. Das können wir gleich mal in der Meme weggucken, Mann. Also ich habe hundertprozentig keinen durchgelassen. Das ist gerade von dir einer zu mir rübergeflogen. Die fliegen doch die ganze Zeit herum. Ja, aber irgendwie. Die Hälfte der Zeit fliegen sie zu mir auf die Bahn. Ich brauche keine Pause. Ich brauche noch ein paar Feuerfallen. Ach ja, die Sprüche von dem Spiel sind immer noch die geilsten. Oder? Ja, die sind nett. Aber ich finde es toll, dass es wenigstens hier eine Sprintfunktion. Moment mal. Ja, Sprinten gibt's. Ah! Mit Shift. Guck mal. Du kannst. Bist denn du? Nein, guck mal. Guck mal. Jetzt hab ich mir die Orks umgeleitet auf meine Strecke. Hä? Guck mal. Achso, die Lore. Ja, die Lore. Jetzt, wenn ich die jetzt aktiviere, dann gehen sie auf deine Strecke, aber ich möchte ja am liebsten auf meiner, weil sie bei mir was. Ach, da kommst du jetzt erst drauf? Ja. Das weiß ich schon von Anfang an. Ordnung fesseln. Dich. Achtung bei dir. Das klappt schon. Aber nur weil ich dir helfe. Hört man das Klicken eigentlich von mir stark oder nicht so? Ah, ein bisschen. Ja. Ui, Schädel! Yes! Extra Schädel! Bitteschön. Das heißt, bitteschön, dankeschön. Ich hab dir mal ganz kurz Betäubung rübergeworfen. Das habe ich nicht nötig. Mach dir auch so fertig. Da fliegt ein Ork! Ja! Deine Falle.
Der ist jetzt hier auf die Sprungfalle gefallen und direkt weitergeschleudert worden. Jetzt. Ogre. Aus. Böse. Ach, du bist schon Ogre? Ja, ist schon tot. Achso. War kein Problem. Bin ja stark. Mist. Bin ein starkes Kerlchen. Aber wenn die so dicht nebeneinander stehen, dann bringt's das Betäuben schon. Ach, ich kann auch gedrückt halten bei der Armbrust. Ja, aber dann streut sie ziemlich. Aber ich hatte das bei dem der anderen Ding, musste ich die ganze Zeit drücken. Oh ja. Oh ja. Aha, Breakdance. Okay, dann gehen wir noch einmal ins Zauberbuch und dann war es das für den Part, oder? Oh ja. Dann noch einmal ins Zauberbuch. Ich habe noch 11 Schädel. So, was kaufen wir denn? Das würde ich auch gerne mal wissen. Windgürtel. Zwergenwächter wirft explosive Bomben. Braucht keiner. Zwergenwächter, was ist bitte schon ein Zwergenwächter? Wirft explosive Bomben auf Gegner. Oh, ich glaube, ich weiß, auf was ich spare. Auf? Vampirhandschuhe. Was kaufe ich mir? Auf was spare ich denn? Kostet alles so viel. Dann würde ich sagen, wir sehen uns bei mir wieder. Warte oder? Mal. Jetzt warte mal, bis ich so fertig bin. Ich werde die Schwefelfalle aufbessern. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part auf dem Kanal von FNGLP. Bis dann, Leute. Und haut raus. Ciao.